Oh, ich bin die ganze Zeit gemutet. Ja, wie man sehen kann, machen die hier unterschiedlich massiv Schaden. Es gibt einen Weg nach oben und es gibt einen Weg nach unten. Sehr interessant. Wie geht man den Weg nach oben? Hä? Ein Schild aus böser Energie blockiert den Eingang. Okay. Dann müssen wir wohl doch... Gibt's wohl nur den Weg nach unten? Was haben wir hier? Noch mehr Gegner! Yay! Okay, also anscheinend können die unglaublichen Schaden machen. Unter der Voraussetzung, dass, ja, dass das Element stimmt. Wenn wir uns hier Jupiter jetzt gerade angucken, beispielsweise, macht 4000. Der Feuerschauer von Venus macht nicht ganz so viel, irgendwie nur 2000 oder so. Ja, genau. Aber es hat an der Stelle zumindest schon gereicht. Yay! Okay. Hier muss wohl irgendwas sein. Oh! Na? Oh, du bist wach? Wer bist du? Man nennt mich Sin. Wenn du ruhig bleibst, werde ich dir nichts tun. Glaubst du, ich höre auf das, was der, was einer der Bösen sagt? Oh. Hm? Tut mir leid, dass ich lache. Ich habe auch einen kleinen Bruder. Magst du deine Schwester? Hm? Naja. Mein kleiner Bruder ist süß. Ich denke, ich würde alles für ihn tun. Bunny. Sie ist nicht so. Sie klaut immer mein Essen und meine Spiele. So was Schreckliches tut sie? Aber sie war immer da, wenn ich krank war. Selbst wenn ich frech war, hat sie sich um mich gesorgt. Das ist seltsam. Obwohl sie keine gute Schwester ist, magst du sie? Sprich nicht so über meine Schwester. Hm. Die Sailor-Krieger kommen. Was? Sailor Moon kommt? Okay, ich bin schon unterwegs. Shingo, schlaf noch etwas. Diesmal wird es länger dauern. Zuerst sollten wir für Sailor Moon eine Illusion erschaffen. Was kommt jetzt? Irgendwie scheint hier alles durcheinander zu geraten. Erstmal Kaffee. Hm, was ist das? Alle sind verschwunden. Freunde, wo seid ihr? Sailor Moon. Du wurdest von deinen Freunden im Stich gelassen. Niemals. Ich glaube fest an sie alle. Außerdem ist dieser verdrehte Ort dein Werk. Vielleicht. Aber ich frage mich, wie du es hier finden wirst. Bunny, ich bin zu Hause. Willkommen daheim, Mamoru. Hm? Was ist mit deiner mit meiner Kleinen? Sie war heute mit Momoko unterwegs. Sie war völlig erschöpft vom Spielen im Traumland. Lass mich mal sehen. Wenn meine Kleine schläft, ist es deutlich ruhiger. Ist sie nicht auch mein Kind? Natürlich. Wie war's, Sailor Moon? Also eigentlich war das irgendwie... Ja, okay. Ich meine, ändert sich irgendwie nicht zu dem, was jetzt so ist. Wenn du mir den Silberkristall gibst, garantiere ich dir das Schicksal, das du gesehen hast. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Es wollen schließlich nicht alle ihr Schicksal ändern. Die Leute vom Schwarzen Mond zum Beispiel waren traurig, weil ihr Schicksal geändert wurde. Verstehe. Wie auch immer.
Es sieht nicht so aus, als würdest du mir den Silberkristall geben. In diesem Fall habe ich keine andere Wahl. Ich hatte gehofft, wir können darüber reden. Ist dir egal, was mit Shingo passiert? Komm ins Hinterzimmer und kämpfe gegen mich. Sailor Moon, was ist los? Hä? Schon gut. Beeilen wir uns. Ich spüre, dass Shingo in der Nähe ist. Sind wenigstens alle da oder bin ich hier allein? Yay. Alle da. Kleinen Moment. Wie massiv sind sie angeschlagen? Kaum. Das ist gut. Das gefällt mir so. Los geht's. Ich habe auf dich gewartet, Sailor Mars. Nergal. Schön, dich wiederzusehen, Sailor Merkur. Nabu. Ich wusste genau, dass du kommen würdest, Sailor Jupiter. Marduk. Hohoho. Es ist lange her, Sailor Venus. Ishtar. Sin, gib Shingo frei. Du bist stark wie immer, Sailor Moon. Also ist das hier eine Versammlung aller Opposito Senshi, ja? Wie waren sie unsere Illusionen, meine ich? Ich wette, sie haben euch gefallen. Diese Illusion? Niemals. Wir haben euch das Schicksal eurer Träume gezeigt. Nun ist unsere Geduld am Ende. Dieses Schicksal war grässlich. Wir sind nicht so schwach wie ihr. Seid ihr immer noch kampfbereit, obwohl ihr unsere Illusion gesehen habt? Ihr habt eine Grenze überschritten, indem ihr viele Schicksale geändert habt. Aber das ist noch nicht zu spät. Bringt diese Schicksale wieder in Ordnung. So ein Pech für euch, aber uns gefallen sie. Gebt auf, Opposito Senshi. Oder ich werde euch im Namen des Mondes bestrafen. Es wird Zeit, euch ein für alle Mal zu vernichten. Betrachtet dies als unseren letzten Kampf. Das finde ich super. Okay, gucken wir doch mal, wogegen sie denn so Schaden kassieren können. Finsterer Donner. Wie viel Schaden machen die jetzt? What the fuck ist das denn? Ich meine, Jupiter 999 Lebenspunkte. Was zum... Das ist doch echt ein Witz. Die haut doch schon wieder jetzt Jupiter weg. Nee, Glück gehabt. Aber finsterer... Das gibt's einfach nicht. Das ist doch echt ein schlechter Scherz, was hier gerade abläuft. Das ist doch echt ein schlechter Scherz.
Moment. Wir greifen einfach die ganze Zeit an. Und jetzt treffen die Verzauberungen auch noch von denen, ne? Nee. Treffen nicht. Okay. Probier's einfach nochmal. Ich denke mir halt eben so, vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Und und bei denen gehen die EP aus. Und wieder. Vor allem Jupiter kassiert hier so einen Schaden. Alter! Was soll das? Jetzt im Ernst! Das ist einfach so rapide lächerlich. Wir können es versuchen, aber das, glaube ich, bringt einfach überhaupt nichts. Solange die hier die ganze Zeit ihr finster Donner und Höllenfeuer rausrasseln. Super, die kann nicht mehr. Kann auch nicht mehr. Und da kippen sie wieder um. Es ist einfach lächerlich. Ernsthaft, es ist lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich meine, was zum Henker soll das hier werden? Ich check's nicht. Vor allem, die werden doch sicherlich wieder irgendwas um die 50.000 Lebenspunkte haben. Wie lange soll denn dieser Kampf laufen? Ich meine, so die Angriffe machen ja nichts, ne? Hier ein Lebenspunkt und so weiter. Aber Moment, was ich mal versuchen könnte, wäre irgendwas, was die wiederbelebt? Nee, nicht Heiliger Gral. Hier Lebenswasser beispielsweise. Und dann von ihr irgendwas, was die Verteidigung erhöht. Nee, kann ich nicht machen. Ich kann den Kram nicht. Lächerlich.
Höllendonner und dann kippt sie wieder um. Man kann sich die Items sparen. Man kann sich einfach sparen. Man kann hier die ganze Zeit Kreis, also nein, A gedrückt lassen. Schaden kommt nicht rum von keiner Seite. So kurz bevor die Sailor-Kriegerinnen dann dabei sind zu sterben, kann man ja nochmal wieder heilen. Das ist... Passt auf, ich mach mal den Turbo. Weil ich glaube, das... Moment, da war ein normaler Angriff. Ach, schön wär's gewesen. Und deswegen diese ganze Zeit dieses Power-Level. Und die sind schon alle über Stufe 50. Ich meine, wie lange soll man da rumgrinden? Nur damit hier der Schaden ein bisschen fließt. Ich stelle mir gerade ein bisschen die Frage, weil es jetzt eh völlig Wurst ist. Was macht eigentlich dieser heilige Gral, den wir die ganze Zeit dabei haben? Den haben wir schon seit ewig und drei Tagen dabei. Sagt nicht die Heil... Nee, sie hat ein neues Outfit. Warte mal einen Moment. Ich glaube, wir füllen mal eben schnell die, wo haben wir es denn? Wir nutzen mal eben das Eau de Cologne und greifen mal mit ihr nochmal an. Weil ich glaube fast, ich habe hier was übersehen bei Sailor Moon. Nö, habe ich nicht. Sie macht einfach nach wie vor keinen Schaden. Wow. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Achso, nee, das war das Kraftwasser. Eigentlich hatte ich gehofft, dass... Regenbogen, Herzschmerz. Jetzt bin ich mal... Jetzt interessiert mich mal, was das macht. Und ob das was bringt, vor allem. Das war ja richtig geil, Animation für nichts. Das ist ja so lächerlich. Das ist wie ein schlechter Scherz, ehrlich. Ja, wir haben ja noch so 500 Runden bei dem Schaden, der hier rumkommt. Oh nein,
Und da hat dieser Scheiß auch noch gesessen. Jetzt brauchen wir ein Heilbad. Damit sie aufhört, sich die ganze Zeit selbst zu verprügeln. Nein! Als ob sie hier aus dem Kampf flüchten können. Ich fühle mich massiv von diesem Spiel verarscht. Aber so massiv. So. Wir machen hier jetzt einfach den Speed-Modus. Einfach nur um zu zeigen. Also wir spielen jetzt glaube ich mit 50-facher Geschwindigkeit oder so. Wie lange der ganze Kram hier sozusagen gehen würde. Und da gibt es einen Statuseffekt. Da ist das Heilbad. So, wir machen hier einfach wieder im Highspeed-Mode weiter. Weil das kann sich nur um Stunden handeln, bis dann der erste von den beiden mal endlich das Zeitliche segnet. Und der zweite wird mindestens genauso lange dauern. Oh, oh. Sehr gut. Wir haben den Kampf verloren. Nebenbei. Weil jetzt mache ich gar nichts mehr. Die beiden sind verzaubert. Ja. Die anderen kriegt man nicht vom Boden aufgehoben. Die schlagen sich jetzt die ganze Zeit gegenseitig. Sehr geil. Man kann also einen Kampf stundenlang kämpfen. Stundenlang. Nur um dann vom Spiel durch eine Attacke, die einen verwirrt, oder halt eben so komisch werden lässt, ja, den kompletten Fight quasi zu verkacken. So, das kann ich jetzt so Stunden liegen lassen, ja, weil jeder, wirklich jeder, der an dieser Stelle gewesen ist oder so einen Scheiß durchmachen muss, ja, ernsthaft, der resettet dort das Spiel. Der Rage quittet, der schmeißt das Spiel aus dem Fenster. Ich meine, was haben sich die Leute dabei gedacht? Was haben sich die Leute dabei gedacht, im Ernst? Ich meine, das Spiel hat storymäßig recht gut angefangen, aber die letzten 5 Stunden in diesem Spiel waren einfach nur noch Rotz. Nur noch. Das war's. Kann jetzt nochmal einen Monat dauern, bis ich Stufe 99 erreicht habe.